Okay, den hätten wir erledigt. So, diese Stelle hasse ich wie Pest. Ja, komm. Weißt du was? Ich bring mich hier gerade mal um. Dann machen wir das normal. Einfach aus Prinzip. Ups. Das war gut gemeint und nicht gut gemacht, wie man gesehen hat. Das schaffen wir noch. Okay, nach diesem komischen Elektromann speichern wir ganz kurz. Damit ich diesen komischen Weg nicht mal laufen muss, weil ich da keinen Bock drauf habe. So, vielleicht gerade hier. Okay. So, da wir gerade gespeichert haben, kann es mir ganz egal sein. Ah, komm schon! Ich muss mir die scheiß Energiepunkte einteilen. Ich vermute mal, Pumba hat wieder über Skype geschrieben. Was will er denn jetzt schon wieder? Mal ganz kurz gucken. Lalala. Nee, hat er nicht. Oder wer hat geschrieben? Unwichtig. Okay. Ach ja, soll vielleicht Skype während dem Aufnehmen ausmachen, ne? Wieso komme ich da nie drüber? Das ist schon wieder so ein Abfuck hier. Mal hat's geklappt. Okay, Spider-Man hätten wir auch besiegt. So. Gut. Was können wir denn machen? Stiefel haben Effizienz, halbiert die Kosten. Mhm, Gradmarkierung lässt die meisten an. Das ist vielleicht cool. Das ist cool. Mhm. Zwei Fähigkeitenpunkte. Das ist sehr cool. Gut. Seelenverbindung ist da. Ich weiß auch genau, wo ich sie verwenden werde. Nämlich direkt da oben, wenn wir es geschafft haben. Aua. Guck mal, Elektrospucker. So, haben wir es geschafft? Fast. So. Hier speichere ich gerade nochmal. Genau aus dem Grund. Habe ich nicht geschafft, ey. Bin halt zu früh losgesprungen, weil ich hier schnell durch möchte. Ich möchte halt bald mit der Aufnahme aufhören. Möchte aber noch einiges zu sehen bekommen, bevor ich dann für heute Schluss mache. Hm. Jetzt geht das schon wieder los, Freunde. Das ist ja gut. Nicht. Das ist nicht gut. Okay, den zweiten haben wir. Den haben wir, da oben ist nichts mehr. Das war halt knapp, aber wir haben es nicht geschafft. Der ist halt der schwierigste, weil der fährt nicht so weit nach oben ein. Guck mal, da ist ein Hebel. Ah. Wo führt denn das hin? Achso. So, wir sind jetzt hier. Wir haben noch genau eine Seelenverbindung und die benutze ich gerade mal. Und wir müssen darüber. Dann hier hoch. Und darüber. Jawohl, da oben hat es ein Leben.
Und ganz da oben. Okay, ich weiß nicht, was der jetzt. Oh nee. Doch, ich weiß, dass er ausgelöst hat und er ist ein scheiß Drecksaffe. Okay, nach dem Stein. Aua. Hier sind wir gerade mal safe. Ich muss da an die Wand. Okay, die fallen hier kontinuierlich. Oh nein! Wieso ist der nicht gesprungen, Alter? Das ist unfassbar. Wir werden jetzt eh sterben. Sag ich doch. Okay, wir können jetzt nicht mehr speichern. Das heißt, wir müssen uns diesen Käse hier immer wieder angucken. Mit diesem komischen Typen da. Moment mal, wir können doch speichern. Haha. So, jetzt kommt die Sequenz. Und nach der Sequenz würde ich ganz kurz speichern. Ich meine, der Typ hat es verdient, dass er die Steine auf den Kopf bekommt, ne? So, dann müssen wir es sich immer von vorne machen hier. Also die ganze Sequenz angucken. Aua. So, der Abstand ist zu gering. Aua, aua. Aber ich habe es auch fast geschafft, ehrlich gesagt. Da oben vielleicht gerade mal speichern. Dahin kommen. Was? Wir retten ihn? Warum retten wir ihn? Von seinem gibt es bestimmt jetzt nur einen kleinen Hinweis oder so. Ori erfüllte sein Herz mit Güte und Hoffnung. Du hast die Wasserader zurückgewonnen. Dieser uralte Edelstein gewährte nun den Zugang zum Ginsu-Baum. Nice. Vergiss nicht, das Element des Wassers ruht hoch auf dem Ginsu-Baum. Wir werden das Wasser zurückbringen. Lass uns sofort zurückkehren. Ja, okay. Da müssen wir jetzt hin. Verstehe. Und wo sind wir? Ich vermute mal hier. Okay. Speichern kann ich noch nicht. So, ist hier was? Nein, da ist nichts. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz darüber vielleicht. Hä? Schaffen wir den Sprung? Bin mir gar nicht so sicher. Jawohl. Hammernisch. Ist nur Hammernisch. Ja, ich habe nichts zum Öffnen. Gut, das hätten wir. Und dann auf der Karten gucken. Da brauchen wir zwei. Das wissen wir jetzt. Nein, das war nicht ganz weit genug. Okay. Alter, dieser Blob, ne? Jedes Mal. Wenn man nicht aufpasst, geht er einem so auf die Nerven. Okay. So, da drüben können wir auch mal hin. Da leuchtet uns auf der Karte. Ah, ein Speicherpunkt. Benutze ich gerade mal, ist ganz praktisch. Und dann haben wir übrigens auch volle. Ah, cool, das ist cool.
So. Den hätten wir beseitigt. Da hat unten eine Kammer, okay. Da ist irgendwas Leuchtendes. Ein riesiges Geistergefäß. Okay. Cool. Leicht Schaden bekommen, aber das ist egal. Da ist wieder Spider-Man und Spider-Man geht mir geradewegs auf den. Warte mal, was mich jetzt interessieren würde, ist, kann ich mich an diesem Punkt hier auch, was Lebenspunkte angeht, aufladen? Ah, geil. Da kann ich mich quasi auch aufheilen. Also diese Dinger sind doch gar nicht so unnützlich, ne? So, den Kollegen von oben haben wir jetzt bereits besiegt. Aua. Spider-Man, hören Sie mal auf. Warte mal ganz kurz. Ich mache mir das gerade ganz kurz zu nutzen, dieses Wissen hier. Den nehme ich natürlich auch mit. Lalala. Mogel-Modus aktiviert. Wuhu. Aha, dafür ist der Kollege auch wieder am Start. Ah, den einen Lebenspunkt, den kann ich verkraften. So, aua, voll nicht aufgepasst. So, Spider-Man hätten wir erledigt. An die Punkte komme ich nicht dran, weil die auf den Stacheln liegen. Moment. Ich würde sagen, wir nehmen den Weg hier, ne? Mhm. Da hat es auch noch was. Wir haben ja Punkte, ne? Wir müssen im Prinzip nur nach unten. So ein bisschen aufpassen, damit ich nicht in irgendwas Dummes reinrenne. Zum Beispiel diesen Blob hier. So, wie sieht's aus? Wir müssen noch ein Stück nach unten. Mein Skype blinkert schon wieder. Ach komm. Lass halt blinken, ist mir jetzt auch egal. Da ist die Tür. Irgendwo. In der Nähe. So, das Ding ist offen. Wir haben jetzt zwei Wege, die wir nehmen können. Wir können hier hoch. Nicht wirklich. Wir können hier runter. Und da hat's Wasser. Das gefällt mir nicht so. Ich weiß ja nicht, was da im Wasser genau ist, ne? Das lohnt sich nicht. Okay, folglich können wir diese Tür auslassen. Und wir können uns direkt zum Ginso-Baum aufmachen. Ja, dieser Spider-Man da an der Decke, ne? Der geht mir gerade auf die Nerven. Der geht mir gerade echt auf die Nerven, ey. Okay, wir müssen irgendwie da rüber. Scheiße. Ich nehme dann doch den einfachen Weg hier. Habe ich gesagt, ne? Einfachen Weg. Wie kommt man da bitte wieder hin? Ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Ah, ist okay. Okay, nach oben. Da hat's Omas hängen. Ich meine, wir können probieren, um das zu machen. Nee, wir kommen da nicht weit genug hin. Aber ich meine, dass
mir gerade mal diesen Punkt zurückhole. Kann ich mit dem Speicher ganz kurz gucken? Lalala. Dann machen wir Skype mal aus. So, okay. Entschuldigung für diese erneute Unterbrechung. Bisher hatte ich noch nie Probleme, wenn ich es nebenher laufen hatte. Das muss ich scheinbar jetzt künftig ändern. Oh. Ah, du Arschgeige, du Hässliche. Wie weit der einfach nur schießt, ne? Aber auf den einen Lebenspunkt kann ich verzichten. Speichert. Ich will da an die Wand ranspringen. Millisekunde zu früh. Zu weit gelaufen. Ich glaube, da waren wir ja vorhin schon mal, ne? Mhm. Boah, das war knapp. Okay. Wir haben ja genug von diesen Punkten. Und früher oder später kommt mir das am Speicher. Oh, nee. Nicht wieder diese komischen Bodengliedmaßen da. War nach vorne zum Öffnen von gewissen Türen echt praktisch. Aber können wir jetzt ehrlich gesagt gestohlen bleiben, ne? Ich lasse die mal stehen. Ich muss da zum Leuchten hin. In dein Gesicht, mein Freund. Aua.